Und Mike, wie fühlt man sich so, den Tobis sauber zu machen? Ich habe mal langsam Gedanken gemacht. Ich habe auch so den Kaffee von Phil ausgeschüttet. Ja, Enya hatte schon so Mitleid. Während der Kaffee in meiner Hand war. Machst du das öfter so? Aus Versehen passiert mir das schon oft. Scheiße, es sieht aus, als hätte ich mir in die Hose gemacht oder so. Ich glaube, scheiße, wenn du einen Tag in der Wildnis überleben müsstest, ne? Du wolltest doch nicht mal zum Mittagessen schaffen. Natürlich. Safe, es geht. Ready for Graz, ne? Gehst du mit dem Outfit auf die Bühne dann? Ja, wollte ich eigentlich, aber jetzt nicht mehr. Warum nicht? Boah, wenn man hier überall so ein bisschen Kaffeeflecken hinmacht, sieht es schon fresh aus. Ich will die ausprobieren. Tivo, schießt 2.0. Scheiße. Denk, Leute. Bist du motiviert für den Auftritt? Ich bin richtig motiviert. Wir hatten einen mega Soundcheck. Wir haben eine geile Bühne hier und es wird auf jeden Fall crazy. Graz, wir machen alles kaputt, okay? So laufen mit den Greets bei uns ab. Finde ich geil. Geile Party, ey. Die Meet and Greets sind mega crazy. Graz, ihr habt alles zerstört. Mike, komm mal schnell. Mike, du musst aufstehen. Wir sind da. Du musst Frühstück machen. Ich verschlafe. Nee, du musst Frühstück machen. Was denkst du, wer du bist? Nur weil dein Gesicht auf dem Bus klebt, heißt es das nicht, dass du hier keine Aufgaben und Pflichten hast. Du musst jetzt für das ganze Team Frühstück machen. Mike. Frühstück muss ich machen. Frühstück, Junge, Frühstück. Fucking Superstar. Es geht, Jungs. Okay. Ey, was geht? Gut angekommen? Wir streiten uns gerade. Guck mal, er hat meinen Schinken geklaut. Heftig. Ja, wir sind gerade hier angekommen. Wir waren letztes Jahr auch schon hier, aber in der kleineren Location und dieses Jahr sind wir hier in der großen Halle und ich bin echt gespannt, wie das wird. Es ist auch komplett ausverkauft und es wird geil. Mach doch mal richtig, das ist doch viel zu wenig mehr hier. Nein, gib auf keinen Guck mal, Fall. Ich mach nur, ich mach nichts Schlimmes, versprochen. Ha ha ha!
Was geht ab, Mike? Was geht ab? Ey, ich freue mich mega auf heute. Es wird bestimmt eine geile Show. Oh, wir haben jetzt Soundcheck. Ey, Hannover, gleich geht's los. Ich bin mega gespannt, wie ihr drauf seid. Und ich habe mal hier meinen Kamerahoodie ein bisschen zerrissen und so. Und ich denke, ich werfe den gleich auch in die Menge. Und ab jetzt kann man sich nämlich auch den orangenen Kamerahoodie bei der Karma-Tour kaufen. Und ey, der ist so nice.